zu fett und Asthma. Und ich habe gesagt, ich hau eine Überraschung raus für den Gewinner dieses Wettkampfes und es wird... Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Zu meiner Rechten ist da Leonard Zimmermann, aka Money macht Masse. Wir sind hier wo? Wir sind hier in unserem wunderschönen Dorf Heid und befinden uns auf dem Bolzplatz Strongman-Wettkampf. Das ist die erste Auflage vom Bolzplatz-Wettkampf. Wir haben 5 knallharte Disziplinen, knapp 18 Athleten. Von Rookie bis Pro, quasi erste deutsche Liga. Und wie schon gesagt, wir werden 5 knallharte Disziplinen haben. Wir fangen an mit... der Elephant Bar Deadlift auf Max Rising Bar. Und ich will gar nicht lange rumreden. Jetzt geht gleich die Athletenvorstellung los. Raoul ist hinter der Kamera. Es sind einige Leute da, Manni. Ja. Also du machst jetzt zum ersten Mal. Komm, quatsch einfach mal raus. Warum? Warum wolltest du so einen Wettkampf machen? Ja, ich wollte einen Wettkampf machen. Wir haben hier ein tolles Ding auf die Beine gestellt. Es geht einfach darum, den Strongman-Sport in NRW auch noch voranzutreiben. Ich selber bin ja auch in der zweiten Liga unterwegs und ich fahre immer ewig lange, um einen Wettkampf zu machen. Meine Idee dahinter war einfach, den Bolzplatz aus dem Boden zu stampfen und zu gucken, wer ist der Stärkste. Mann gegen Mann soll sich hier stellen. Und wir gucken einfach, was geht hier ab, wer kann auch sich in Disziplinen stemmen, die vielleicht nicht so häufig drin vorkommen, genau, in Wettkämpfen. Und deswegen haben wir hier 16 starke Athleten aufs Feld gebracht. Und ja, ich bin einfach stolz, dass so viele Zuschauer auch gekommen sind, dass wir so viele Athleten haben, international als auch deutsche Athleten. Und ich bin auch froh, dass du hier bist, als unser stärkster Mann Deutschlands, dass du das hier mit uns machst. Gerne. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass ihr alle hier seid, dass so viele gekommen sind. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich. Haben wir hier offiziellen Titel? Wird hier der stärkste Mann aus dem Siegerland gesucht? Oder wir sind Sauerland? Hier im Sauerland, Sauerland. Wir suchen den stärksten Mann im Sauerland. Das ist natürlich nichts Offizielles. Nächstes Jahr auch liebe Grüße an den Heinz Ollisch. Möchten wir den Heinz auch mit einbeziehen. Das ist jetzt einfach nur mal der Probelauf. Wir wollen gucken, wie das hier läuft. Und nächstes Jahr soll das dann ganz offiziell auch mit dem Heinz laufen. So sieht's aus. Und ganz liebe Grüße an den Heinz. Und ja, wir gucken einfach mal, was hier heute passiert, was hier machbar ist. Und wir haben starke Athleten und ich freue mich. Ja. Also viel Spaß, holt euch was zu futtern, zu trinken, lehnt euch zurück und genießt die Show. Danke. Also vielen Dank, alle Damen und Herren, dass ihr heute so zahlreich hier erschienen seid. Erfüllt mich wirklich mit Stolz, hier Freunde, Familie, Arbeitskollegen zu sehen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dass hier so viele Leute sich wirklich diesen Sport angucken. Und ja, ich kann nur sagen, der Bolzplatz, der war einfach nicht nur ausgedacht, sondern ich war echt einfach nur ein Junge aus dem Dorf und ich habe einen Traum gehabt, einen Traum, den Kraftsport nach vorne zu bringen. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr alle hier erschienen seid. Hier sind große Nummern angekündigt worden. Zwei Athleten wollen heute die 400 Kilogramm probieren. Da wären es somit die dritte Person in Deutschland, die es geschafft haben, vom Boden 400 Kilo zu heben. Wir werden sehen, was heute möglich ist. Wir machen nach einem Rising Bar System. Das heißt, wir fangen bei 220 Kilo an und erhöhen immer um weitere 20 Kilo. Jeder Athlet kann sich dem Gewicht stellen, kann es aber auch auslassen und sich einen höheren Gewicht stellen. Gewinnen tut der Athlet, der das höchste Gewicht in dieser Disziplin hebt. Richtig, dann würde ich sagen, wir warten gar nicht lange und holen uns den ersten Athleten runter. So, wir haben als ersten Athleten, der den Wettkampf eröffnet, mit einem Startgewicht von 220 Kilo, den Jakob Huber. Hier geht es nicht unbedingt um Griffkraft, hier geht es hauptsächlich darum, kann der Athlet das Gewicht vom Boden wegheben. Er hebt es am Bein hoch und geht in einen sogenannten Lockout. Er muss gerade stehen und die Schulter nach hinten halten und dann ist der Lift gültig, wenn der Julian das Absignal gibt. Okay, wenn du bald bist, los! So, der erste Lift von diesem Wettkampf. Sehr gut. Bravo. Come on, Dylan. Ready? Go. Sehr gut. So, als nächstes kommt Robin Niklas. So, die Athleten müssen dann Bescheid sagen, welches Gewicht sie als nächstes heben. Das sind jetzt die ersten Lifts, das sind so Sicherheitsversuche, dass man in die Wertung kommt. Und später geht es dann ans Eingemachte. Der Robin hat mit mir trainiert. Er zeigt, was du kannst.
Komm, Robin, easy. Robin. Vollsprung. Ja? Okay, go. Kein Gewicht. Kein Gewicht. Oh! Ja, das sieht gut aus. Ihr seht schon, wie die Stange sich biegt. Also da werden später, wenn wir über 300 kommen, wird die Stange sich schon um einiges durchbiegen. So, der nächste Athlet ist der Max Chow. Bitte bereithalten, Keamo Schultereis. So, Max hebt mit Achterschlaufen. Die haben Vor- und Nachteile, aber für eine Wiederholung wird's gehen. Ja, Max trainiert auch beim Ajo. Ja. Oh, die Aufwärmer! Gar nichts! Das hat man schon gesehen, der Athlet muss einen kleinen Schritt nach hinten machen, weil die Bar ziemlich anfängt zu wackeln. Nächstes Gewicht? 2,40. Er benutzt das normale Zughelfen, die so drumwickeln sind. Ja, easy. Easy. Nächster Lift für Kiamos 2,40. So, jetzt kommt der Marco und bitte bereithalten, der Maurice Jung. Komm, Marco, easy. Gut, los. Ja, Leon, ich muss echt sagen, also die Gentlemen puttern mich. Das ist alles sehr human, ne, die ersten Lifts. Was sagst du dazu? Ja, was soll ich sagen? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Normal kennt man das ja so, 300 Kilo drauf, entweder stirbt man oder stirbt man nicht. Aber die Jungs machen das heute ganz gemütlich, ne? Bereit? Ja, los! Super. Sehr leicht. Auf geht's, Max, komm. Bereit? Los. Sauber! Ja, das ist super. Sehr gut, dann brauchen wir noch das nächste Gewicht von Max. 2,40. Auch 2,40, dann scheiden wir jetzt auf 2,40. Jakob? Auf Jakob, komm! Komm, Jakob jetzt! Auf Jakob! Gib Gas jetzt! Schön durchbeschleunigen von unten. Bereit? Schaffst du, Jakob! Schaffst du, komm! Komm! Okay. Super! 2,60 der nächste. Jetzt kommt der Robin Niklas als nächstes. Und wen haben wir dann? Den Max Chow. Auf Mann, über den du so viel. Komm, Robin, gib Gas. Dafür haben wir trainiert. Komm, mach mal ein bisschen Stimmung für den Robin. Erster Wettkampf. Komm, Robin, unter mir. Easy. Max, ciao und bitte bereithalten. Komm, Max. Auf, Max. Komm, Junge. Patrick. Aufwärmer noch. Bereit? Ja. Also, ihr seht, es wird jetzt schon ein bisschen enger. Komm, auf! Easy! Aber das sieht wieder aus. So, jetzt kommt der Patrick Ile und danach haben wir den Keamo Schultheiß. Das ist der erste Lift für den Patrick. Bei den 220 ist es Feuer. Ja, das ist auch sehr einfach. Jetzt haben wir den Keamo mit 2,40. Gar kein Problem, komm jetzt. Bitte bereithalten, Marco Georg. Bereit? Bereit. Ja, das sieht mega leicht aus. Also er ist auch ein Kandidat für 3,40 plus. Jo. Auf jeden Fall. Marco? Ja. Komm, easy, komm, komm. Oh, komm, Marco. Ja. Sehr schön. So, 90 Kilo. Okay. Okay. Sieg. Ja. Ja. Ganz starker Lift. Komm, Max. So, bereit? Unterstützt ihn mal, es wird schon ein ordentlicher Lift jetzt. Dann los! Ja!
Schön, alles gegeben. Wir schreiben auf 260, Gentlemen. So, Jakob. Sven Neuer, PR. Jakob, der geht schon. 260, Luft rein und Feuer frei. So, jetzt machen wir Lärm für ihn. Komm, Jakob. Ja! Boah, da gehen auf 2,18. Crazy! So, jetzt sagst du Leute mal, wie du fühlst. Komm her. Ja, oben ein bisschen schwarz, aber geht noch. Oben ein bisschen schwarz. Ja, ja. Jetzt haben wir den Dylan. Ich glaub's. Den haben wir gestern Abend um 2 Uhr in Gießen abgeholt. Come on, Dylan. Falscher Zug. Are you ready? Let's go, Dylan. Go. Come on, Dylan. Easy. Good lift. Down. Next weight. How about next weight? 280 or 300? 280. 280, okay. So, als nächstes haben wir den Victor. Ja, 2019 war er stärkster Mann im Ghana. Dieses Jahr hat er es auf Platz 2 geschafft. Und jetzt stellt er sich den Bolzplatz. Easy. Easy, easy. Jetzt gibt nochmal alles, Robo. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's in Mark und Gebein. Ja, 240 war schon absoluter PR. Jetzt schauen wir mal, was hier noch geht. So, wir brauchen eure Unterstützung. Deswegen macht doch mal richtig Lärm hier. Komm doch nicht auf. Schön rausziehen und komm. Ja. Leider nicht. Schön, Robin, schön. Aber fetten Applaus für ihn. Super. Ihr seht, es wird immer enger. Und ein paar Jungs haben noch gar nicht gehoben. So, wir haben jetzt den Alexander Burkhardt. Auf, Alex. So, Alexander. Schön unten raus beschleunigen und oben festmachen. Bereit? Dann los! Sehr schön! Ich finde ja sehr spannend, der Alex ist ja drittstärkster Mann Deutschlands, U105. Und den Volker, den haben wir ja auch hier. Das ist dann nochmal so ein kleines Battle zwischen den beiden, wer hier heute den Titel Bolzplatz Champion U105 kriegt. So, wir haben jetzt 260 für Max Ciao. Aus dem Ruhrpott. Ja, aus dem Ruhrpott! Bereit? Ja! Dann nehmen Sie auf! Wir sollst du die Hände nehmen! Ja! Sehr schön. So, Keamo bitte. Den Mann, den ich 320 bis 340 zuschreibe, das geht heute. Am Buffet vielleicht. Das geht am heute. Am Buffet! Du bist noch zwei. Also nach Mo kommt noch Marco und dann bist du. Wo geht alles? Auf oder ab? Zieht euch die Scheiße. Wenn ihr nicht auch wollt, dass der Mann heute zwischen 320 und 340 zieht, dann. Komm auch auf! Falle ich vom Glauben ab. Auf geht's, komm! Ja! Easy! Oder 300? Nö. Nö. So, der nächste. Ist der Marco Georg. Und nach Marco Georg kommt der erste Lift vom Volker Bauer. Wie Leon schon gerade gesagt hat, der stärkste Mann 105. Wenn man sich den Volker mal so anguckt, der fällt heute auch am Anziehen. Schön, Marco. Jawohl! Komm, Volker, los geht's! Volker! So, Volker. Dann los! Sie! Ich muss ja schon sagen, der Volker kämpft mit allen Mitteln. Die Straps sind nicht so ganz fest, hängen schön locker in den Händen. Gut, der Volker ist ein sehr erfahrener Athlet, auch international viel unterwegs. Der weiß schon, wie man das machen muss als U105er, um die schweren Jungs zu schlagen. Und jetzt erklär den Leuten mal, was das mit dem Anzug auf sich hat. Ja, Volker, komm mal her. Wenn die Leute sehen können hier, der Volker, der trägt einen Anzug. Das ist international immer erlaubt. Der Deadlift-Suit unterstützt beim Deadlift und kann dem Athleten helfen, mehr Gewicht zu ziehen.
Die Sache ist aber dabei, das heißt nicht einfach nur einen Suit anziehen und man ist stärker, ja? Mit dem Suit muss man auch lange trainieren. Das ist ein Ding, das anzukriegen, das tut weh, das sind Schmerzen, das will man eigentlich nicht haben. Aber der Volker versucht ja alles rauszuholen und deswegen hat er heute einen Suit an. Also einen fetten Applaus zum Volker, mir wurde darauf, das kann man nachfolgen. So. Mir wurde da die Info zugetragen, du hast letzte Woche den 7. Platz gemacht bei den großen Jungs. Ja. Und du bist jetzt bei den, also wir sehen uns. Wir sehen uns, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also wir sehen uns in 2 Wochen auf der Deutschen. Genau. Also ich finde es immer beeindruckend, es gibt viele Athleten, die jetzt nicht gerade 160 oder 170 Kilo wiegen und sind trotzdem bockstark. Was sagst du dazu? Ist es gerade so ein Trend in der Strongman-Welt? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass der Trend langsam zurückgeht von diesen ganz großen, schweren Jungs, sondern eher Richtung Athletik auch geht. Man hat jetzt durchaus, würde den meisten nicht sagen, aber Alexei Novikov mit 135 Kilo, der dann sehr, sehr gut konkurrieren konnte gegen 200, 190 Kilo Athleten. Und ich würde sagen, da sieht man schon den Athlet, dass er mehr Richtung Athletik geht. Das finde ich halt schön, die Vielfalt. Du hast diese richtig schweren Jungs, ja. Und dann hast du wirklich etwas kleinere, athletischer, die trotzdem da mithalten können. Deswegen finde ich, dass der Sport ist für jedermann. Der eine holt halt mehr mit der Masse raus, der andere mehr mit der Technik. Gefährlich wird es, wenn Masse und Technik dabei ist. Das stimmt. Aber das meiste ist sehr selten. Ne? Sehr selten, ja. Das ist sehr selten. So, bereite dich vor für die nächste Lift. Was machst du jetzt nämlich? 300. Logisch. So, unterstützt den Max mal. Das wird ein ordentlicher Lift. Komm, Max. Los. Ja. Sehr schön. Geil. So, wir haben als nächstes einen Jakob Huber. Wir gehen jetzt hoch auf 280. Die 260 waren für den Jakob schon eine neue Bestleistung. Und jetzt gehen wir da nochmal 20 Kilo hoch. Und Jakob, ich sag dir eins, da war noch Luft. Da war noch richtig. Und wenn du kämpfst wie der Max gerade eben, dann geht es. Willst du einen Arschtritt, eine Nackenstelle, irgendwas? Das macht es. Der Leon macht es schon. So. Fette Unterstützung von euch, dann zieht der Jakob die 280. Los geht's! Auf, Jakob! Komm, auf, wie voll! Wie war das? Komm mal richtig rein jetzt. Bleib mir nur dran, Jakob, und schieb die Hüfte vor. Auf, Jakob, komm jetzt. Bereit? Los! Komm, Jakob! Auf geht's! Auf geht's! Komm, Jakob! 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 Jetzt? Einmal Applaus bitte. So, wir haben als nächstes Dylan Williams, der Gast aus den Vereinigten Staaten, USA. Alex, mach dich langsam ready. Are you ready? Let's go, Dylan. Let's go. Los. Come on. Yeah. Easy. Jetzt geht das Spiel los, Leon, was wir besprochen haben mit dieser Langhantel. Man hat gesehen, der Dylan hat sehr explosiv unten rausgehoben und vielleicht hat ihm das oben diesen Schwung gekostet, der ihn dann den Schritt nach hinten. Hat er das gesehen? Er hat beschleunigt, dann kam diese Leere und dann musste er quasi sich nach oben kämpfen. Und dann hat sie ein bisschen nach hinten gezogen, er ist fast nach hinten umgekippt. So, unterstützt ihn. 3, 2, 8, das ist noch ordentlich aus. Ja. Und die zieht er. Die zieht er. Die geht. Schade. Patrick Ihle an 280 Kilo. Jetzt würde es mich mal echt interessieren, wann ein Max Kleinwächter einsteigt. Also ich glaube, Max steigt erst bei 23. Dann los! Ja, richtig. Richtig? Ja. Sehr schön. Easy. Guillermo Schulteis. Die müssen gehen, die müssen gehen. Komm! Er geht bei 3,20 raus. Hier haben wir den Benny Blass. Auch aus Ostdeutschland. So, Benny, jetzt lass es mal fliegen. Bereit, Benny? Los! Sehr leicht. Sehr, sehr, sehr leicht. Benny, bereit? Ja, los! Kein Problem. Der geht jetzt! Auf jetzt! Komm, ja. Komm, erste Bein. Du hast noch Zeit. Du hast noch Zeit, gib ihm noch einen. Okay. Gut, lass! Hey. Okay. Okay. Team.
Ja, ne, komm, und jetzt nach hinten lehnen. Nach hinten lehnen, nach hinten lehnen. Das war ein ordentlicher Lift. Das war stabil. So, es wird auf 300 Kilo umgeladen. Dylan, you ready? Gib ihm. Komm, Dylan! If you lift the 300, we make an awesome party later. Ready? Let's go, Brian. Yeah, come. Oh, come on. Come on, Dylan. Leg drive. Yes! Pull! Yes. Yes. Oh. That was incredible. Good fight. Yeah. Hey there, Dylan. 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 How do you like it in Germany? I love it. Really? It's great. Okay, we will see you more time in the competition or? Absolutely. Okay, you come to the German Championship as a guest. Yeah. Okay, good. Don't relax. 320 or 340? I'm gonna try 320. 320. So, 300 Kilo für Victor. Take position. Komm, Victor. Ready? Let's go. Go. Let's go. Easy. Come on. Yes. Easy. That was very easy. 320. Okay. Okay, okay. Bereit? Los! Auf! Komm mal her! Ja, das sieht gut aus! Sehr schöner Lift. Sehr schön. So, jetzt kommt der Herr Jüle. Mr. Ostdeutschland. Bereit? Auf geht's! Los! Auf geht's! Auf geht's, komm! Ja! Ah, schade! Du hast noch Zeit. Nee. Nee. Atmung ist alles. Zieh weg. Bereit? Komm, hol sie jetzt! Komm jetzt! Hol sie! Okay, komm, 300! 300 Kilo! Ja! Ich sag's dir! 320! Den Benjamin Blass haben wir als nächstes bei 300. Auf geht's, komm! Sehr stark. Bereit, Volker? Ja! Na los! Komm, Volker! Oh, Volker! Wir wollen es! Sieh! Ja, das sieht cool aus. Ayub Mohammed aus Essen. Komm, Ayub. Komm, Ayub. Sieh! Easy. Easy. Easy! Das war laut. Wir erhöhen das Gewicht auf 320 Kilo. Dylan, Dylan, Dylan. Pull it, shit. Move! Pull it. Fast. Come on, Dylan. So, unterstützt ihn mal. Das wird jetzt ein richtiger Fight für den Dylan. Das wird jetzt richtig harte Arbeit. Ready? Come on, Dylan. Let's go. Come on, Dylan. Work that. Come on, Dylan. Yes! Riesen Applaus für Dylan. Die erste Disziplin ist schon gelaufen. Als nächstes haben wir einen Profi. Are you ready? Let's go! Easy. Easy. Hat auch einen sehr schönen Hebel. 340? Okay. Bereit? Alexander, komm! Los! Zieh das Ding raus! Auf Alex! Ja, der kommt! Auf jetzt, Alex! Schub und dranbleiben, komm! Schade. So Leute, das wird jetzt ein ordentlicher Lift. Zieh weg, das weg! Richtigen Support von Mo. Und er geht! Nur wegkommen! Ja! Schade. Aber jetzt wird erstmal der Benny hier. Die 320 bewegen. Das ist Money, Benny. Bereit? Dann los. Komm! Zieh weg, komm!
Ja. Kein Problem. Richtig easy. Stark, Baby. Ich gehe schon hin, ich gehe hin. Bei Max dauert immer alles ein bisschen länger. Ich weiß, ich weiß. Darf ich hier auflassen? Ja, lass sie doch auf. Lass auf. Auf! Gib Gas! Komm, Junge, Kriegszeit! Ich glaube, er hört dich nicht. Er hört mich immer. Immer. Ready? Ah! Go! Come on! Halt, halt! Komm, mach sie durch jetzt! Hallo, komm! Ja, Max, bleib mal wieder da. Komm zu mir. So, du hast heute geplant, die 400 anzugreifen. Genau. Wieso habe ich im Gefühl, dass es mehr wird? Ja, also ich bin schon sehr exklusiv heute und durch die Exklusivität, die ich generell habe, die ich halt einfach in meiner Genetik habe, kann ich die Stange sehr stark biegen. Und ja, man hat gesehen, wie schnell die gerade waren. Und ich hoffe, dass ihr gleich 360 fast genauso schnell sehen werdet und danach 400. So sieht's aus. Das hört sich nach meinem Plan an. Viel Glück, Max. Danke, Max. 360 als nächstes für Max. Holt dich weiter, Mann! Komm, Volker! Sieh mal, ich komm! Runter! Sehr gut. Sehr starker Lift. Oh, Bruder! Der stärkste Mann Hannovers, hier in NRW. Das hört sich an wie aus einem Rap-Song. Ja, damit kenne ich mich auch aus. Ja, das weiß ich, deswegen sage ich das ja. Sehr stark. Sehr stark. Jonathan, 3,40 oder 3,60? 3,60. 3,60, natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Wir bauen um auf 3,40. Und wie viele Athleten haben wir auf 3,40? Den Victor? 5. Come on, Victor. Dann lass ihn den Lift. Ha. Go! Auf! Easy. Easy. So, Benny, komm! Benny, los! Ah, oh, Benny! Auf! Los! Hey, komm, Benny! Ja, easy. Sehr schön, also. Das ist mehr als das Dreifache seines Körpergewichtes. Komm, Bruder, gib ihm uns! Komm! Komm, Volker! Mach Stimmung! Komm, Volker! Easy! Komm! Auf Winkel! Ja! 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 Los! Komm, kriegst du! Zeig dich mal an, Volker! Komm! Das ist ja stark. Komm, Ayub! Auf geht's, Ayub! Komm jetzt! Durchziehen! Komm! Hoppa! Sehr stark. Bei so einer langen Bar ist es verdammt wichtig, die Abstände zu treffen. Weil wenn du einen Zentimeter zu weit nach innen oder nach außen greifst, verzieht es sich total. Also man hat es jetzt beim Ayub und beim Volker gesehen, dass sich quasi nur eine Seite hebt und die andere liegen bleibt. 20 Kilo mehr wie zuvor. Komm, mach mal Stimmung auf! Let's go! Ja, das sieht gut aus. Der Victor hat eine richtig schöne Technik gefunden. Also ich glaube, der Victor... Very good. Der nächste Athlet an den 360 ist Benny Blass. Komm, Benny! Dann los! Komm, oh, Benny! Ja. Komm, komm! Wahnsinn! Sehr starker Lift. Sehr starker Lift. Ah, komm, Max, hau richtig einen raus jetzt! Los! Easy, komm jetzt, hol damit! Setz sie mal Zeit, Junge, hol damit, komm! Easy! Easy! Sehr leicht. Easy, Junge, easy! Sehr leicht. 400! Komm, Jonathan, los geht's! Denk an dein Loch auf. Ja. Mach mal Stimmung auf! Auf geht's! Los! Auf geht's!
Schmeck dich! Sehr schön, sehr schön. 360 für Ayat Mohammed. Komm, Ayat, die packst du auf, komm! Was? Easy, Ayat! Hand in die Pimenz! Sie! Komm, Ayat! Komm! Sehr schöner Lift. Deswegen 380 Kilo ist eine Hausnummer. Okay. Und ich schütze ihn ein bisschen. Jetzt geht's um alles. Er würde sich mit diesem Lift ziemlich weit absetzen von der Konkurrenz. You ready? Bauch, dass er den macht. Go! Come on! Come on! Come on! Ja! Okay. Nice, Victor, nice. Schon jetzt. Okay, los! NRW unterstützt dich und ganz einfach nur noch ein paar Minuten darauf. Auf! Komm auf! Hier ist die Wahl! Oh, Mario! Auf! Ja! Schade. Schade, schade, schade. Einmal Applaus für die Mario! Stark gekämpft! So, die letzte Möglichkeit für Jonathan an die 380. Er will an die 400. Dann laden wir jetzt auf 400. Komm, Leute, mach mal Stimmung. 400 Kilo! 400 Kilo! Sonst mach mal richtig Lärm für Max, dass er das mal hört durch seine Kopfhörer. 400 Kilo, Max, gib ihm jetzt! Kein Spaß mehr, Bruder! Komm jetzt! Auf! Komm! Komm, Max! Los geht's! Los geht's! Jetzt haben wir den Jonathan Wulfert, ihm lassen wir auch ein bisschen Zeit, dass er sich richten kann. Lassen! So, los geht's, Jonathan! Auf geht's! Jetzt macht auch Stimmung für den Jonathan! 400 Kilo! Komm, Junge, zieh dich jetzt hoch! Auf Vollgas! Komm! Auf geht's! Komm, Jonathan! Heute nicht. Heute nicht, sagt er. Wer ist das, Mann? Ich habe Leon dann eben schon gelobt für diesen Wettkampf, dass so viele Leute hier sind. Der Bart ist ja ein bisschen... Etwas rot. Etwas rot, ne? Was sagst du zu dieser Kulisse, zu diesem Wettkampf und zu dieser bombastischen Unterstützung der Fans? Also ich kenne Leo jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich weiß, dass er einfach der herzlichste Mensch überhaupt ist, wer ihn genau kennt. Ich bin dermaßen stolz auf dich, dass du das hier so auf die Kette kriegst, dass ich hier heute vor so vielen Leuten sowas erreicht haben darf. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Und Leo, ich liebe dich. Ich dich auch, Bruder. Schöne Worte zum Abschluss der ersten Disziplin. Wir kommen nun zur zweiten Disziplin und es wird eine sogenannte Laufdisziplin. Und der Leon hat sich da was ganz Bestimmtes ausgedacht. Und ich sage jetzt auch Raoul, bitte folgst du uns einfach mal unauffällig. Wir starten mit einem Farmers Walk. Das sind 125 Kilo pro Hand. Also wenn mich da früher immer die Zeitung interviewt hat, dann hieß es ja immer, Mensch, der Kerl trägt 125 Kilo. Das sind ja dann knapp 62,5 pro Hand. Nein, das sind jetzt hier 125 Kilo pro Hand. Müssen die Athleten aufnehmen, so schnell es geht, runterlaufen bis zur dritten roten Linie. Dort lassen sie das Gewicht fallen und springen dann, Leon? Dann springen die Athleten rüber zum Frame. Ich persönlich fand es etwas langweilig. Nur eine
nur ein Equipment praktisch 20 Meter zu tragen. Da dachte ich mir, wir machen direkt 40 Meter und erhöhen das Ganze nochmal auf 280 Kilogramm Frame Carry. Das heißt, beim 280 Kilo Frame Carry sind es dann 140 Kilo pro Hand. Und das müssen die Athleten wieder zurücktragen bis hierhin und dann wird die Zeit gestoppt. Und dann haben wir die Zeit von jedem Athleten und so geht es dann ins Ranking. Genau, gewinnen tut der Athlet, der am schnellsten beide Implements von A nach B trägt. Also beide 20 Meter komplett durchlaufen. Es gewinnt der, der die Zeit am schnellsten absolviert. Wenn es einen Athleten gibt, der es nicht schafft, in diesem Zeitlimit das Gewicht durchzutragen, wird natürlich die Distanz gemessen von den Referees und dann geht die Distanz in die Wertung ein. So, Leon, hast du irgendein Favorit? Ganz klar, mein Favorit für diese Disziplin ist Volker Bauer. Wieso habe ich das nicht gewusst? Ja, U105er, die halten zusammen. So, dann würden wir starten. Jakob ist bereit. Bereit, auf die Plätze, fertig. Komm, Jakob! Und gib Gas, komm! Sehr schön. Das sieht super aus. Nimm dir Zeit, du hast 75 Sekunden. Jakob, nicht mehr aufgeben! Weiter, nicht aufgeben! Weiter! Alles gut. Aufrichten. Komm, Jakob, den Meter machst du noch. Pack sie durch jetzt! Sehr gut. Und ab in den Frame. Nochmal Kreide dran. Also die Athleten deponieren sich auch immer die Kreide auf dem nächsten Implement, um nochmal die Hände trocken zu machen. Und jetzt unterstützt ihn. Jeder Meter zählt. Komm, Jakob! Komm, Jakob! Jawohl! Komm, jetzt! Gib's wenigstens an, hopp! Auf, Jakob! Bring das wenigstens über die Linie jetzt! Komm, Jakob! Auf jetzt! Komm schon! Nicht schieben. Was sagt die Zeit? Weiter. Zeit. Fetten Applaus für den Jakob. Dylan is ready. Come on, Dylan. Dylan from the USA. So, denk dran. Füße einziehen. Dylan ist schnell. Komm on, Dylan. Fast. Komm on, Dylan. You get it. Come on, Dylan. Squeeze the handles. Easy. Ja, das ist schon, also 280 Kilo ist schon ordentlich. Come on, Dylan. Oh, fight, Dylan! His grip sucks! Small strike! Come on, Dylan! Now support him on this side. Come, Dylan! Die Meter an den bitte. Ja, one, two, three, go! So, Victor ist unterwegs und das sieht schneller aus. Der stärkste Mann Ghanas marschiert hier so durch. Jetzt der Frame. Und weiter zum Frame. Das sieht sehr stark aus. Das war eine super Zeit. Herr Stößner? Sein erster Wettkampf. Macht mal richtig Lärm jetzt. Super Robin! Ja! Und nochmal!
Atme, atme. Um Jakob zu schlagen, musst du ein paar Meter machen. Um genau zu sein, einen. Lass es nicht wackeln. Komm, jetzt zieh durch. Was ist los, Junge? Sehr gut. Komm, bleib dran, da zählt jeder Zentimeter. 10 Sekunden. Ein Pickup noch, komm. Ein Meter noch. Ein Meter. Ja. Sehr gut. Stark, Robin, stark. Hätte Applaus von Robin. Sauber. Schön. Auf die Plätze, fertig, los. Let's go, Alex. Der Alex ist übrigens zurzeit drittstärkster Mann Deutschlands, U105 Kilogramm. Wahnsinn! Sehr stark. Auf die Plätze, fertig, los! So, der nächste Athlet. Das ist auch sehr schnell. Stark! Sehr gut, komm! Auf geht's! Komm, hol dir die Punkte! Speed! Schön! Sehr gut! Jetzt geht er. Auf geht's, komm. Schön. Und laufen. Ja, komm, auf. Ja. 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 Die Hände zu. Weiter. 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 Sehr, sehr stark. So, Patrick macht sich bereit. Auf geht's. Auf die Plätze. Fertig. Los. Schön! Ja, das sieht gut aus. Schön mobil, schnell. Wenn er jetzt schnell in den Frame wechselt und ihn gleich anhebt. Genau. Das war ein eleganter Sprung. Das sieht sehr gut aus. Da ist er im Ziel. Gut gepokert, hat ihn gleich angehoben. Auf die Plätze, fertig, los! So, der Amo kommt. Und das sieht schnell aus. Das sieht sehr schnell aus. Jetzt müssen wir schnell den Frame wechseln. Komm, schnell, schnell, schnell! Und Abfahrt. Oh, mega! Echt gespannt auf die Zeit. Auf die Plätze, fertig, los! Ja! Das sieht aus, super aus. Geschwindigkeit. Weiter, weiter! Und weiter, komm, weiter, komm, Gas! So, jetzt kommen wir zum Frame. Ja, marschier! Komm, du bist gleich da! Sehr stark. Wie fühlen Sie sich nach dieser Disziplin? Übelst geil. Echt ist? Übelst geil. Übelst geil. Wie zufrieden bist du beim Deadlift? War besser als überrascht, weil ich jetzt vor ein paar Monaten erst mal angefangen habe mit Trainieren. Weil ich vor dem Kreuz und was hat er? Genießt es richtig, jetzt zu interviewt zu werden? Ja, übelst. Du hattest ja eine Knieverletzung. Ja, nee. Wurde er operiert und ausgeheilt. Wie bist du rehabilitiert? Ist alles wieder fit? Ja, also ich spüre das immer mal ein bisschen, dass es zwickt. Aber es geht schon. Super, dann sehen wir uns in 2 Wochen. Gell? Ja, leider. Leider. Hey. Und ich weiß auch, der Volker ist verdammt stark. Komm, durch jetzt!
jetzt, Marco. Komm! Mag in ein Stück! Auf geht's! Komm, bis los! Komm! Auf geht's! Schön! Auf geht's! Auf geht's, Marco! Komm, komm, komm! Sehr gut aus! Komm jetzt! Weiter! Auf, weiter! Marco! Hast noch Zeit! Auf jetzt, Marco! Geh noch ein Stück, Mann! Und komm! So, Volker ist bereit. Ja. Volker, komm, los geht's! Auf die Plätze, fertig, los! Auf jetzt! Zieht euch hoch! Weiter! Und jetzt lauf zurück! Ja, genau so! Sehr stark, ich bin gespannt auf die Zeit. 24:84, ordentlich. Mega! Auf die Plätze, fertig, los! Auf! Auf! Schön konstant! Super, Jonathan! Auf weiter, auf Jonathan! Auf Jonathan, komm! Auf Jonathan! Komm! Greif feste zu! Auf! Zieh durch! Ja, komm! Komm, lauf! Komm schon! Komm weiter! Tempo die Meter, auf! Komm, unterstütz meinen Jonathan! Er braucht ein bisschen Support! Jonathan, komm, pack zu! Ja, lauf! Super, Jonathan, super! Da geht noch was, jeder Meter zählt! Komm, lauf, Junge! Du hast jetzt auch 20 Sekunden fast, komm! 10 Sekunden durchatmen und 10 Sekunden laufen. Eine Minute, noch 15 Sekunden! Hat die 10 Meter voll! Ja, lauf! Are you ready? Bin gespannt, ob er die Topzeit von Victor schlägt. Ayub, hau weg jetzt! Was denn, Ayub? Auf die Plätze, fertig! Los! Ayub ist sehr schnell mit dem Fahrrad. Und weiter zum Frame. Was ein Jump! Alles gegeben. So, unterstützte Maurice. Auf die Plätze. Sehr leichter Athlet. Komm, im Frame ist einfacher. Auf, Maurice, komm! Lauf, Mann! Sehr stark, da geht mehr, komm! Auf, Maurice! Da geht noch was, komm! Die Leute unterstützen dich! Einfach ran! Runter jetzt, auf! Komm, komm! Komm, steh damit, auf! Steh, oder? Komm, steh!
geht nichts. Okay. Bis zum fetten Applaus für Maurice. So, und eigentlich habe ich ja 8 Wochen Krafttrainingsverbot gehabt. Ich bin in der 7. Woche, ich wurde operiert an der Hand und deswegen werde ich die Disziplin diesmal skippen. Ist natürlich ein bisschen blöd, Chancen auf die vorderen Plätze werde ich da ja nicht mehr haben, aber ja, wenn man es nicht trainieren kann und man hat dann auch Probleme, dann sollte man es doch besser lassen, intelligent sein. Ja, vernünftig zu sein ist meistens die bessere Option, aber jetzt danach kommt das Überkopf-Medley und da kannst du dir glänzen. Yes. Ja. Da werde ich hier am Start sein, auf jeden Fall. Los! Sauber! Ja, komm, durchatmen und wieder zurück. Jetzt, Max, komm jetzt. Auf, gib ihm jetzt, komm. Hände zu und vorwärts, komm. Loblift, Giant Lock. Was macht ein Giant Lock aus? Sein Durchmesser ist etwas größer als ein normaler Locklift. Die normalen Locklifts liegen ungefähr bei 32 bis 32 cm. Der Giant Lock dagegen hat 38 cm Durchmesser. Manch einer mag es, manch einer hasst es. Ich mag's. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Teil. So, taufen wir den noch, Leonard? Brauchen wir nur eine Flasche Sekt, oder? Lass meinen Lock in Ruhe. Okay. So, dann kommen wir zu einer weiteren wunderschönen Überkopfdisziplin. Die Giant Dumbbell. Das sind 180 Kilo. Man darf zwei Hände. 180? 80. Okay. So. 180 wäre. Das wäre stabil. Also zwei Hände, um die Hantel zur Schulter zu bringen. Und dann muss die zweite Hand entfernt werden. Und dann darf man sie mit einer Hand über Kopf ausstoßen. Der Lift ist gültig, wenn der Julian abpfeift. Die Hantel muss komplett durchgestreckt sein und man muss mit der Hantel gerade stehen. Es bringt nichts, die Hantel nur nach oben zu werfen. Das ist keine gültige Rap. Man muss oben mit der Hantel stehen. Richtig. Und hier bei dieser Disziplin werdet ihr jetzt sehen, wer so ein bisschen Athletik, Körperspannung, und es schon vielleicht ein bisschen länger macht und vielleicht aus einem olympischen Gewichtheber-Background kommt, weil Gewicht über Kopf heben, wenn es da oben ist, dann wird es alles ein bisschen schwammig und wackelig. Wer ist dein Favorit? Der ist schwer diesmal. Diesmal ist wirklich schwer. Über Kopf liegt hier vielen Leuten. Der Ayub ist sehr, sehr stark über Kopf. Allerdings ist auch seine Ausdauer nicht immer die beste. Ich hoffe, er kommt hier gut durch. Der Volker ist sehr, sehr stark, besonders in der Giant Dumbbell. Aber Lock ist nicht so seins. Ja, aber der Lock ist nicht so schwer. Also du hast gerade meinen Favoriten. Ayub? Nein. Volker? Ja. Dann, we will see. Weil ich glaube, nach dem, also das, wir sind jetzt in der dritten Disziplin. Bis hierher ist es nicht so schwer. Und die 80 Kilo Dumbbell, die in Deutschland ist schon so ein bisschen eine Hausnummer, ne? Ja, also die Dumbbell ist auf jeden Fall der Gamechanger in diesem Medley und ich bin gespannt, welche Athleten das schaffen werden. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Wir fangen an. Jakob eröffnet die dritte Disziplin. Auf die Plätze, fertig, los! So, die Achse mit dem dicken Griff. Beine. Ja, nochmal, Beine. Ja. Komm, Jakob. Komm. Push damit. Push. Richtig pushen. Richtig
checkst du nicht. Komm! Ja. Okay. Ja, das ist ein bisschen schwer. Komm, du hast noch Zeit. Komm, Jakob, du hast noch ein paar Sekunden. Zuschauer unterstützen dich. Leider nicht. Also das Umsetzen einer Achse auf dem Oberbauch ist etwas schmerzhaft. Aber der Jakob geht noch mal an. Das sieht sehr gut aus. Ja, ja. Komm an! Sehr gut. Jetzt kommt er zum Fass. Sehr gut. Jetzt der 125 Kilo Lock. Hold it. Yes. Oh. Das ist jetzt hier ein Eisteil und die Kugel runtergelaufen. Zeig dann den Zeit. Come on. 20 seconds. Come on, Dylan. Yes. Come on, Dylan. It's your discipline. Come on, Dylan. Let's go. Come on, push press. Do it, come on. 50 seconds. Das habe ich vorhin gemeint. 5 seconds, Dylan. Fuck. Ja. So, der Victor startet. Kriegen wir super Press auch. Jetzt kommen wir zum Bierfass. Komm on, Victor. Easy. Leg Drive. Yes, come on. So, los geht's. Auf, hopp, hopp. Hoch damit. Auf den Gürtel legen. Mehr Schwung. Genau so. Ja. Das ist Boden. Komm. Ein bisschen höher, hopp. Das ist noch zu schwer für Robin. Alex, das ist gut. Auf die Gas, Alex. Push. Schön. Atmen. Du musst ein bisschen atmen. Atmen, atmen, atmen. Auf Alex, easy. So viel Press, auf jetzt, easy. Komm. Atmen. Auf Instagram hat man immer ganz fleißig gesehen, wie der Alex das trainiert hat. Komm, geht schon. Jetzt kommst du drauf an, Alex. Auf! Komm jetzt, Alex. Komm, stark klingeln. Easy, komm atmen. Komm! Atmen! Einatmen! Komm, Alex! Konzentrier dich, Alex! Du hast noch genug Zeit! Auf, Alex! Komm, die Zuschauer unterstützen dich! Den machst du mir jetzt! Komm! Max hat immer sehr fleißig beim A-Jug trainiert. Ja, auf jetzt! Komm jetzt! Das ist gar nichts, Junge! Auf damit! Komm und tief! Sehr stark! Und weiter! Atmen! Auf jetzt, komm! Komm, Steiner! Komm, das ist gut! Steiner! 45 Sekunden, komm! Hast du alles! Stark umsetzen! Komm, Junge! Auf jetzt! Hast du alle! Oh, komm jetzt! Ja! 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 Ja!
kommt der Herr Ihle. Der marschiert da so durch. Warte aus ab. Ostdeutschland. Ein bisschen warten oben. Auf Kosnick. Gleich. Oh, das sieht super aus. Sehr stark. Zum Lock. Jawohl, auf geht's. Ja. Nun der Endgegner. Und Blicke sagen mehr wie tausend Worte. Ja. Komm hoch! Konzentrier dich! Das sieht gut aus. Konzentrier dich nochmal, komm! Du hast noch Zeit, Papa. Du hast noch Zeit, komm jetzt! Legst du mit dir gegen die Wange. 25. Rainbogen. Komm! 20. Ab und ab. Komm jetzt! Komm! 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 Auf! Reicht! Und drück weg, ja. So, die Achse schon mal geschafft. Jetzt geht's zum Fass. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Auf jetzt! Morgen! Schöne flüssige Raps. Ja, easy. Sehr gut. Und zum Lock. Weiter. Auf, Mo, weiter so. Gutes Tempo. Gutes Tempo. Schön hinter den Kopf, hinter den Kopf, hinter den Kopf, hinter den Kopf. Gut. Stark. So, jetzt. Auf, Mo, komm. Schöner Clean. Komm jetzt. Schön stabilisieren. Push, push, komm. Push. Komm. Weg, push. Komm schon. Komm jetzt. Hau weg, Bruder. Ja, das sieht gut aus. Schön mit den Beinen, tief senken, tief senken. Easy, easy, drück das weg! Komm, drück das weg! Hoch damit! Komm, du hast noch Zeit! Komm! Hey, das geht durch! Im Training hast du es auch geschafft! Komm, kein Platz mehr, Junge! So, lass sie schön gegen den Kopf gehen! Schön gegen den Kopf, genau! Und jetzt tief! Schade, schade, schade! Machst du bereit? Der Benni marschiert da jetzt so durch. Er darf nur keine Fehler machen. Das ist jetzt ein langer Weiter Kurs. Achsel schon mal oben. Und Pass. Auf, Max, komm. Sehr schön. Sehr stark. Und noch. Komm, weiter. Komm, komm. Hoch. Max, rein ein bisschen. Komm. Und Dumbbell, Max. Dafür haben wir trainiert. 80 Kilo, komm. Schmeiß das Ding hoch. Schön mit den Beinen, komm. Komm! Ah, nee. Das macht keinen Sinn mehr. Max, erklär mal deine Technik bei der Giant Dumbbell. Bei der Giant Dumbbell packe ich die Hantel nicht komplett mit meiner Hand um, sondern packe sie nur mit den Fingern, damit ich meinen Ellenbogen höher kriege. Ja, und dadurch kriege ich ein bisschen mehr Schub aus dem Bein. Ja, die hat so leider nicht funktioniert. Aber ja. Hast du sehr gut gemacht, das Wettbewerb. Danke dir. Es war auf jeden Fall schnell. Ja, für ohne Training ist gut. Oh, oh, das gut. Also der Marco hat mir was versprochen. Mal gucken, ob er es einhält. Hoch damit! Komm, Marco! Komm, Marco! Komm, auf, Diego! Komm, komm jetzt! Hoch damit! Ja! Marco, wir haben noch Zeit! Ich glaube, es gibt keinen besseren U105er in Deutschland, der eine Giant Dumbbell besser drücken kann. So, es geht los. Komm! Konzentrier dich auf! Auf jetzt! Komm jetzt!
Stark. Er hat seine rechte Hand schon mal repariert für seinen Dumbo. So, jetzt der Locklift. Komm, Volker! Komm, mach das Ding jetzt. Und Volker, die Dumbbell für mich. 30 Sekunden. Komm, für mich. Und Volker. Auf geht's. 20. Ja. Sehr schön. So, die Achse. Oben bis oben. Hier pass auf. Komm, Jonathan. Auf, das ist schnell. Komm jetzt. Komm. Auf jetzt, Dumbbell. Komm, mach dich schnell. Und Dumbbell-Teil. Komm jetzt. Komm schon. Schöne Explosion, komm. Komm, komm! 30. Ja! 30. Oh. Komm, Mario. Bereit? Okay. Komm, jetzt! Machst du locker. Komm, konzentrier dich. Maurice, mach den Gürtel höher. Mach den Gürtel viel, viel, viel höher. Hoch mit dem Ding. Hoch. 50 Sekunden hast du noch. Genügend Zeit. Die machst du. Komm, leg halt schön auf den Gürtel. Es geht. Komm. Ja, jetzt kommst du rum. Jetzt kommst du rum. Sauber. Schöner Push. Aufsehen. Ja! Hinter den Kopf, werf sie hinter den Kopf. Rück sie jetzt hoch! Ja! Ganz knapp. 15 Sekunden. Ganz, ganz knapp. Nochmal leer machen. Auf Max. Auf jetzt Max. Komm Max. Schön. Umgreifen. Und jetzt, komm. Da ist sie, super! Stark! Viel Beine! Okay. Und raus. So, meine Damen und Herren, dann gehen wir weiter zur vierten und vorletzten Disziplin, ein Loading. Ja, jetzt wollen wir mal erklären, was ist überhaupt ein Loading? Hier haben wir vier verschiedene Objekte. Die müssen 10 Meter auf die Paletten getragen werden. Der Palettenstapel ist über 1 Meter hoch. Hier haben wir einmal ein 70 Kilo Fass, das altbekannte 90 Kilo Fass und einen 130 Kilo Sandsack. Nicht wundern, wir schummeln nicht. Hier steht zwar 120 Kilo drauf, aber ich habe 130 reingemacht, damit es im Training schwerer ist. Schön. So, gehen wir natürlich weiter. Hier steht der Amboss, 135 Kilo. Der muss dann auf den Palettenstapel auf diese Seite geladen werden. Also wir haben insgesamt 4 Gegenstände, woher Stöße lehnt, kommt das 70 Kilo Fass hin, nebendran das 90 Kilo Fass, die Fässer müssen stehen. Die Kante vom Fass muss über die Vorderkante. Der Sandbag muss komplett auf diesen Paletten liegen, also darf auch nicht so 60% über der Kante, 40% so, ne?
wenn dann alles sauber aufliegt, muss der Athlet diesen Armbrust hier auflegen, auch wieder vor der Kante über die Palette. Schnellste Zeit siegt. Und was gibt es noch dazu zu sagen, Leon? Eigentlich nichts mehr. Wir haben alles erklärt. Jetzt warten wir noch auf den Julian und dann geht's los. Na gut, auch schon. So, der Jakob beginnt und eröffnet die vierte Disziplin. Komm, Jakob! Los, Jakob! Ja! Auf geht's zum 90 Kilo Fass. Sehr schön. Super. Sehr schön. Hüfte, Hüfte. Und aufstellen, komm. Mach den Sandbag schnell, komm. Jetzt bin ich gespannt. 130 Kilo Sandsack. Konzentration. Da schüttelt er schon mal den Kopf. Auf, komm. Hoch das Ding. Auf, Marvin. Komm, Jakob, das sieht gut aus. Halt ihn fest. Komm, lauf, lauf, lauf. Start. Noch 20 Sekunden, komm jetzt. 15. Gib ihn dir auf die Beine. So, ja. Jawohl. 10. Komm, Jakob, mach das. 5. Super! Nicht schlecht! Ja! Komm on, Dylan! And Amboss Power. You got this, come on. Come on, Dylan. Come on, Dylan. Yeah, come on. Yeah. Ah! Yep. Das ist schnell. Das staubt die Erde. Jetzt brauchen wir einen schnellen Pickup. Da ist er. Crazy. Das ist sehr crazy. So, Achtung, Jungs. Ja. Ja. Yes. So, Robin. Jetzt zeig, was du kannst. Mach doch mal Stimmung für Robin. Komm, Robin! Das ist riskant. Das ist sehr riskant. Ja, aufstehen! Komm! Auf die Beine! Seitlich, nimm ihn seitlich. Schüttel nicht mit dem Kopf und nimm ihn seitlich. Los! So, genau. Jetzt auf die Oberschenkel. Komm! Jan! Schade. Ja, das ist schön. Komm schon. Ganz schau. Ja. Kein Fehler machen. Komm, Alex. Auf geht's. Ja. Schneller Pickup. Ja. Los jetzt, Junge. Du bist schon da. Ja. So, schneller Anruf, komm. Komm an, komm! Holt komm dir. Jetzt! Komm jetzt, Alex! Konzentrieren! Auf 35 Sekunden! Du hast genug Zeit! Setz ihn erst auf den Oberschenkel ab! Ja! Yes!
aber mit der falschen Technik ein bisschen Zeit verschenkt, obwohl du es ja eigentlich sofort geschafft hättest. Ne? Ja. Schade. Also mit ein paar technischen Verbesserungen werde ich auf jeden Fall in Zukunft eine bessere Zeit abliefern. Aber Respekt, also wirklich, für den U105er mal eben hier den Samstag hochlaufen. Macht mal ein bisschen Applaus für den Alex. Vielen Dank, dass ich hier von Redcom. Sehr gerne. Ich bin selbstverständlich. Und komm immer wieder gerne her. Das wollen wir hören. Alex kommt wieder. Komm. Komm, Junge. Komm, Junge. Komm. Ja. Nein, Gewicht. Ja. Sieht sehr gut aus. Und das ist auch noch leicht. Die Geschwindigkeit für so einen großen Herrn ist sehr gut. Ja, gar nichts. Hier war das Pinker. Weiter so. Weiter so. Stell's auf. Ja. Und weiter. So. Und er bläst wie eine Dampflok. Aber so muss es sein. Sauerstoff muss rein und raus. Sehr gut. Komm. Weiter. Komm, mit Schweißenstuhl einzeln hoch, komm. Komm jetzt. Auf. Auf. Komm, Alex. Auf. Komm jetzt. Auf jetzt, komm. Hol ihn dir, komm. Komm jetzt, das schaffst du. Du hast noch 25, komm. Auf jetzt. 20. Komm. Auf jetzt. Komm schon. 15. Komm jetzt. Auf. 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 Oh. Das ist schnell. Ja. Ruhig, genau, komm. Und 90 Kilo Fass. Ja, schön, komm. Weiter. Richtig drauf, ja. Super. 130 Kilo Sandsack. Bein, komm. Komm. Festmachen, komm. Komm. Und. Umgreifen, und super. Komm, und auf geht's. Und jetzt lass ihn nicht fallen. Atmen. Ja. Und der Endgegner. 30 Sekunden, okay. Komm jetzt. Schön auf die Knie nehmen. Ruhig, Betty, ruhig. Gut aufs Bein und dann hoch. Ja. Genau, aufs Bein und rum. Und aufstehen. Ganz leicht, ganz leicht. Komm, leicht! Ja, komm auf! Gut! Ja! Modus ganz drüber, denk dran! Komm, komm sauber, gutes Tempo! Gutes Tempo! Sehr gut aus! Ja! Wenn er den Pace halten kann, dann sieht es sehr, sehr, sehr gut aus. Jetzt ein schneller Pickup. Auf! Ja! Super! Super! So! Mach ihn schnell, mach ihn schnell. Das ist gut. Auf jetzt, du hast gute Zeit. Hält das Ding hoch. Ja, und drauf. Finger weg, Finger weg. Super. Ja. So, das kann jetzt auch eine ganz schnelle Runde werden. Ja. Oh, der marschiert aber. Da bebt die Erde. Oh, no. Auf geht's. Auf geht's. Sehr gut. Komm, das geht! Mach den Amboss richtig schnell! Mach den Amboss bei ihm! Respektlos! Gas jetzt! Ja, jawohl, respektlos! Komm! Auf jetzt! Komm, Benni! Jawohl! Ja! Komm! Was war denn da los beim Samstag? Ach, ich war so schnell. War so schnell aus der Puste. Ja? Hab nicht so technisch sauber gearbeitet. Aber den Amboss hast du gut hochgewichst. Ja. War ja auch süßer Amboss. Ja, ne? Das ist ein ganz leichtes Teil, Leute. Komm, hol! Komm, lauf, 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 lauf! Ganz drauf, komm jetzt! Ja? Laufen kann er! Das ist kein Laufen, das ist eine Kämpfe. Komm jetzt! Eine Feder. Komm, komm, komm! Ein Zug, Max. Und Hüfte frei mit der Hüfte. Ja. Und Samstag, Max, das ist eine schnelle Zeit. Hau weg.
Komm, Max, konzentrier dich! Fuck! Max, Max, alles in Ordnung. Komm, alles. Komm. Ganz klar. Ja. Das ist schnell. Max, du musst mehr haben. Ganz drauf. Auf geht's, Max. Okay. Ja. Und den Sandsack. Sehr schön reingedreht übers Knie. Jetzt müssen nur die Hände. Lauf durch, Marco! Super, Marco! Weiter! Und Amboss, hau sie weg! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm, mach das fertig! Komm jetzt! Komm jetzt! Ja, Marco, du hast dir diese Disziplin ausgesucht. Ne? Du wolltest das so haben mit den Amboss. Wie war es jetzt für dich? War wunderschön. Wunderschön, ne? Wunderschön. Bist du denn als deine Tochter auch stolz auf deinen Papa? Ja. Ja, sehr schön. Einmal Applaus für den Marco. Bist du bereit? Ja. Let's go! Komm. Ja. Und da war das erste Fass. Das sieht sehr flüssig aus, sehr gekonnt, sehr technisch. Und ganz drauf, komm jetzt! Ja! So, jetzt motiviert ihn nochmal für den Sack! Ja! Und Amboss! Sehr stark, komm jetzt! Ja, komm! Sehr schön. Komm, Jonathan, komm. Schnell. Schnelle Füße. Zack, zack, zack. Komm, lauf, Junge. Sehr gut. Komm. Ja. Gönne mal die Luft rein jetzt. Komm. Komm, Jonathan. Super. Komm, Jonathan, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Easy. Ja. Und Amboss. Weiter, genau. Weitermachen. Auf jetzt. Perfekt. Komm, den hast du. Ah, easy. Komm. Easy. Ja, Mann. Sehr schön. So, Ayub Mohamed am Start. Komm, Ayub. Low. Das ist schnell. Ich komme nie wieder zum Wettkampf von mir. Oh, du liebst mich. Zu fett und Asthma. Komm, Uri. Komm. Ja. Senna, komm. Das ist sehr schnell. Ich bin echt gespannt. Komm, schnell. Ja. Wie mit dem Sack umgeht. Ganz drauf. Richtig drauf. Ja. Komm, auf die Kappe und laufen!
komm, auf geht's. Mach's jetzt! Geh da ran jetzt! Auf jetzt, 15! Komm an! Komplett 10! Auf jetzt! Leute! 5, 4, 3, 2, 1! Fetten Applaus für Maurice! Einmal müssen wir noch bauen. Max, Feuer! Jawohl! Sehr schön! Ganz schlau! Ja? Ja, schön. Komm. Sehr gut. Sehr gut. Ganz drauf machen. Ja. Ja. Und Sandsack. Das ist gut. Beweg dich, Max. Gib ein bisschen Gas. Das wird gut jetzt. Das sieht gut aus. Hoch mit dem Ding. Komm. Ja. Und jetzt komm vor. Komm vor. So, jetzt machst du den Amboss. Ja! Tief greifen, umarm ihn tief. Auf! Beide Arme ziehen aus dem Rücken raus. Greif einfach runter, du hast lange Arme. Komm an! Komm an! Komm! 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 Komm jetzt! Auf jetzt! Komm jetzt! Super, Max, super. So, das war der letzte Athlet in der vorletzten Disziplin. Und wir bauen jetzt, eigentlich brauchen wir gar nicht umbauen. Also ich würde nochmal sagen, möchte einer der Zuschauer, also ein haben wir Zeit, es einmal probieren. Den Sandbag da hochzulegen. Alles. Alles? Ja, einmal alles. Einmal alles. Er macht einmal alles. Ja. Kalt in Alltagskleidung. Genau so. Macht der Olli jetzt ohne Konkurrenz, außer Konkurrenz, das Loading. Auf die Plattform nicht überstehen. Und wenn du bereit bist, die Glocken läuten. Jetzt kannst du loslegen. Hoffentlich nicht zu seinem. Und da rennt er. Ja. Schnell. Sehr schön, Olli. Das war ein guter Move. Ganz drauf. Ja. Oh noch! Ah, schnell! Das sieht gut aus. Komm jetzt! Du bist schnell! Komm jetzt! Komm jetzt! Na siehst du mal, was sagt die Zeit? 34. So, wir ziehen jetzt um. Auf das Schnipselfeld an der Schaukel da unten. Da, wo die Gentlemen sich schon warm machen mit diesen Steinen. Und dort findet dann die letzte und finale Disziplin statt. Und dann werden wir sehen, wer diesen Wettkampf gewinnt. Und am Schluss habe ich persönlich noch eine Überraschung für den Sieger dieses Events. Wir haben mehrere Überraschungen. Mehrere. Ich bin gespannt auf deine. Kannst du gespannt auf meine sein? Sehr schön. Wir haben hier vorne einen 90-Kilo-Stein. Der muss geschultert werden, also der Athlet muss den Stein sich auf die Schulter legen, die eine Hand wegstrecken, eine Sekunde lang still stehen, dann kriegt er ein Absignal vom Referees. Dann kommen wir hier zu einem 115-Kilo-Stein, der geschultert wird, auch Hand weg, gültig. Und dann hier haben wir 143 zur Schulter. Und dann müssen die Athleten jetzt schauen, was macht der Gegner, wie viele Punkte könnte er mir wegnehmen oder wie viele Punkte möchte ich nach oben kommen, um mir noch einen Platz zu ergattern. Diese Liste wird für die Athleten im Athletenbereich ausliegen. Da könnt ihr nochmal drüber gucken, wie viele Punkte wir voneinander getrennt sind und dann könnt ihr ein bisschen taktieren. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach direkt an mit dem Robin Niklas, der aktuell auf dem 16. Platz ist. Komm! Ab in die Hocke! Komm! In die Schulter und jetzt hoch damit! Sehr schön! Komm. Schön festhalten und steh auf! Die Hüfte, komm, die Hüfte! Sehr schön. Ja, jetzt hast du es! Nicht mehr runter! Komm! Hoch damit! Leg das Ding auf die Schulter! Hoch damit! Weiter, weiter! Schulter!
Der geht. Stein darf nicht von der Brust. Auf geht's, komm. Komm. Der geht. Auf, der Schuss noch mal. Komm, Robert, den einen der geht. Das sind die richtigen Sauer. Hol noch mal richtig Luft. Du hast noch ein kann sein, dass er in euch reinkracht. Hebt ihn ab. Komm, Robin. Rein machst du das. Letzte Disziplin jetzt. Komm. Es geht mal alles. Komm, feuer den Mann jetzt. Und jetzt rum mit dem Ding. Komm, schön umarmen. Fetten Applaus von Robin. Mega guten Wettkampf gemacht. Robin, das war dein erster Strong im Wettkampf. Wie war es jetzt für dich? Ganz leicht anstrengend. Leicht anstrengend. Guck mal, du hast dich hier Leuten gestellt, die Profis sind, die Erstliga-Athleten sind, Zweitliga-Athleten sind. Die haben schon einen Haufen Wettkämpfe hinter sich. Du trainierst seit 2 Monaten Strongman. Das hat auf jeden Fall Applaus verdient, sich in der Sache zu stellen. Geht schon. Auf der Bier! Komm, Jakob, komm! Jakob, sehr schöner Pickup. Ja! Da ist er! So muss es aussehen. Komm, Jakob! Der ist ein bisschen rund und muss aufpassen. Komm, Jakob, der geht schon! Komm, Jakob, der geht! Der geht schon! Der geht! Komm, du hast genügend Zeit! Kontrolle! Komm jetzt! Komm, Jakob, komm. Eine Minute, komm, genügend Zeit. Sehr schön. Kontrolle. Komm jetzt. Komm, Jakob. Jetzt mit Biss. Komm jetzt. Ja. Das ist schön, Jakob, das ist richtig schön. Sehr schön. Komm, wieder heim, komm. Arbeiten! Jawohl, und aus den Beinen. Ja, hol ihn dir! Du lass den Hacker raus! Kippen! Ja! Genau! Drehen! Komm jetzt! Drehen und geh nach hinten! 20 Sekunden! Stark! Sehr stark! Auf jeden Fall, Leon, merkt er hier, das ist für dich der Beste. Weil der ist so smooth, der ist so schwer zu packen. Kontrolle, komm. Ja. Jawohl. Sehr schöner Schwung. Sehr auf, schön. Schöne Explosivkraft. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mach genau so weiter. Das ist nur der Pickup-Schwer, komm. Komm, gib an, wenn du ihn einmal hast. Geh richtig schön drunter. Komm jetzt, greif richtig drunter. Ja. Ja, das war nicht schlecht. Finde deinen Chris, komm, du hast noch eine Minute. Du hast Zeit, du hast Zeit. Du hast so viel Zeit, komm. Komm, Max. Schön, Max, komm, ja. Schöner Pick. Ja. Easy, Max. Kontrolle. Super. Komm, mach den jetzt. Und zum nächsten. Krabb dich richtig drunter. Wie bei einem Atlas Stone. Komm jetzt. Komm, Max, auf jetzt. Auf. Komm. Komm jetzt. Such den Schwerpunkt und auf die Knie damit. Komm. Auf, Max, du hast genügend Zeit. Noch eine Minute. Du hast die Zeit. Konzentrier dich. Es wird gut. Er wird schon. Komm. Auf geht's. Ja. Oh, der war doch. So, der zweite Stone kristallisiert sich. Bereit. Geht das in der Spanne. Wenn der kommt, jetzt mit dem Stone. Geht. Der Junge auch. Komm, mach vernünftig jetzt. Kontrolliert, komm. Komm, Max. Komm, der geht schon, das weißt du, ja. Jawohl. Das sah gut aus. Schöner Pickup. Ja. Auf die Schulter, komm. Weiter. So, jetzt komm. Kontrolle. Du machst ihn jetzt als erstes, komm. Alle Zeit. Komm jetzt. Komm jetzt, du hast alle Zeit. Eine Minute, komm. Gib dir mal ein bisschen Liebe jetzt. Hey, schön runter. Gut aus. Komm jetzt, Max. Komm, der geht. Komm, Handgas, Hund mit Kanone jetzt. Auf jetzt, komm. Halt da
Du bleibst da. Ich bleib. Komm, da wird nichts. Was macht denn jetzt? 37 Sekunden, komm, probier es mal. Ich bin raus. Das habe ich mir dann noch nicht gemacht. Ich hatte halt so viel geworfen. Aber der Rutsch ist einfach. Komm, Marco. Komm, leicht. Einfach. Schön. Stark. Und zum Zweiten. Komm, Marco. Komm, Marco. Alle Zeit. Machst du? Komm auf. Komm, wir waren die Scheiße. Ja. Das war gut. Schön. Komm jetzt, der geht! Auf damit jetzt! Ja! Auf die Schulter! Ja! Er will noch mal! In 45 Sekunden Zeit, es geht! Pura Wille! Komm, jetzt rast mal aus hier! Hol dich hier! Der geht! Der ist drin! Ja, der geht! 30! Okay. Komm, komm! Eine kann er Max. Einfach. Habe ich hinbekommen. Ja. Meine Hände sind sehr schön. Komm, Max. Kontrolle. Hey, Lock hätte ich gerne. Komm, ich ja. Durch das Line. Komm, Max, den musst du jetzt machen. Oh. Komm, Max. Komm, das ist jetzt so ein richtiges. So richtiges Schwein. Du hast noch eine Minute. Komm. Alles Capo-Frame, komm Max, auf! Ja, das sieht gut aus, das sieht einfach Capo aus. Komm schön und den runtergehen. Ah, da ist ein Capsule. Komm Max! Auf geht's jetzt! Komm, ist mal Stimmung hier! Komm Max! Max! Ich sperr Zippes und Bizeps rein! Auf! 3 Sekunden! Gib doch noch ganz jetzt! Komm mal! Lass, komm, lass. Hey, mein Bizeps, das zwickt schon langsam. Okay. Bist du bereit? Sehr schön, genau so. Genau so. Kontrolle. Stark, das war schön. Sehr gut. Komm, du machst ihn jetzt. Komm, Alex! Jetzt geht's! Genau so. Du hast genügend Zeit. Komm, Alex, der geht. Mach den jetzt, Alex. Der geht schon. Auf, Alex. Ja, starker Peter. Komm jetzt schon. Hau den raus, komm. Das gibt Punkte. Komm, Alex, der geht. Der geht, Alex, der geht. 50 Sekunden, komm jetzt. Du hast noch 50 Sekunden. Auf geht's. Lass dir noch ein bisschen Zeit. Kurz hochholen. Komm, Alex. Kurz hoch. Mach Alex, 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 komm jetzt! Ja! Alex, Kontrolle! Ja, Alex, komm! 20! Schade. Mega Versuch. Alex, komm mal her. Das war richtig, richtig stark, dass du den noch auf die Schulter gekriegt hast. Das war ja wirklich ganz, ganz knapp. Ja? Also fürs erste Mal als Total Shoulder bin ich zufrieden. Bist du zufrieden, ne? Hast du gut gemacht. Noch einmal Applaus für den Alex. Finde. Einfach. Hey. Langsam. Ja, das ist schön. Wo geht's jetzt weiter? So, die nächste. Oh, oh ja. Oh ja. Komm jetzt.
Bruder, was bist du denn für eine Maschine? Du hast 50 Sekunden noch. Der ist glatt. Der ist glatt. Der ist heiß. Ja, okay, das ist jetzt. Okay. Are you ready? Ja. Let's go. Komm an, Dylan. Yeah. Easy. Come on, Dylan. Auf den, komm. Komm, Junge! Schön! Easy! Ja. Nice! Come on! Come on! Come on! Get it! Get it! Get it! Come on, Dylan! Come on, Dylan! Come on, Dylan! Come on, Dylan! Yes! Come on! Come on, Dylan! Come on! Come on, man! Come on! Yeah! Applaus für den. Mo, easy going. Easy, Mo. Easy, ja. Schau das Ding, los. Ja. Sauber. Hand weg. Easy. Easy. Schön. Der Ruhe, das ist schön. 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 Komm jetzt. Auf, Mo. Komm, Feuer. Denk nicht so viel. Komm, die Punkte hoch damit. Ja. Zeig mal, du mit den Händen. Komm, pack. Ja. Schön. Oh, schön. Ja, schön. Komm, hoch. Komm jetzt. Auf jetzt! Komm, Bruder! Komm damit! Hatte! Komm jetzt! Stark! Nein! Komm jetzt! Lass mir Zeit, lass mir Zeit, lass mir Zeit! Schön durchatmen! Atmen! Schön durchatmen! Geh dran, guck einfach! Atme! Jetzt laufst du erstmal hin. Auf, gucken wir an, hopp! Tief ein und aus. Jetzt laufst du erstmal hin. Komm, wenn du den hoch hast, willst du easy. Auf die Beine damit. Lass dir Zeit. Hey, geh auf die andere Seite, geh auf die andere Seite. Da stehst du tiefer. Ja. Da stehst du tiefer. Ja, so ist besser. Auf den Schoß und dann hochrollen. Zeit? Nein. Hast doch genug Zeit. 14 Sekunden, komm! Komm, hoch damit! Hoch damit jetzt! Auf! Hoch damit! Sauber! Jonathan als nächstes. Bist du bereit? Mach doch mal richtig Lärm! Komm, Spielzeug in den Schatz! Schaffst du! Easy! Ja, wie nichts. Spielzeug! So, wir sind jetzt bei den Top 5 angekommen. Ja. Hier geht es ein bisschen um die Wurst. Ja, sauber! Ja, komm jetzt! Komm, Jonathan, auf, den hast du. Sehr schön. Komm! Komm, schieb vor! Komm! Sauber, komm weiter! Komm weg! Kommt dagegen! Komm, Jonathan! 50 Sekunden! Komm jetzt, Jonathan! Du hast genug Zeit! Plastik! Stell dich unten hin! 40 Sekunden! Stell dich unten hin! Da liegt er ein bisschen drüber! Komm, Jonathan! Komm! Komm! Machst du! Komm mal lang rum! 30 Sekunden! Komm, zieh an jetzt! Zieh! Ja. Zieh! Ja. Komm, Jonathan! Komm! Komm! Hoch damit! Komm. Kraft! Komm!
Und hier einmal rein. Hey, wann das Ding hier? Komm ins Sport, los! Los, Drama und Tragik, er war zwei Sekunden zu spät. Bruder, aber jetzt mal mega Applaus für den Jonathan. Was eine Leistung! Schau dir das an, Junge! Komm, Ayub, ja! Komm, sauber! Komm, technisch! Da gibt die Hand auf! Komm! Schön! Schön, Ayub! Ja, schön. Sieht auch noch locker aus. Komm, Ayub! Du musst jetzt durch. Auf, sag den Jonathan, komm. Auf, vergiss die Hand, los! Zehn höher. Geh auf die andere Seite, geh auf die andere Seite. Oh, der hat Angst vor dir. Komm jetzt. Ja, schön. Sehr schön. Komm hoch damit. Komm, Ayo, komm. Ja, gehen. Ja. Ja. Ayo, gib ihm jetzt. Ayo, mach das Ding. Los! 40 Sekunden! 40 Sekunden, komm jetzt! Auf, Ayub! Zieh das durch jetzt! Komm, Ayub! 30 Sekunden, komm jetzt! Komm, krieg die Hände drunter! Krieg die Hände drunter! Auf, Ayub! Komm, Ayub! Auf, 20 Sekunden! Ja, Ayub! Geht gut, geht gut! Hallo, wie war es auf dem Bolzplatz? Als du mich vorgestern angerufen hast am Abend, hätte ich nicht gedacht, dass du mich scheiße hast. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und Leute, ihr seid richtig geil. Ein Applaus, Hallo! Komm, schnell! Jawohl! Jawohl! Kinderspiel! Easy! Erster, komm! Komm, Alter, Volker, auf! Komm, Volker, gib alles! Komm, pack ihn richtig, auf! Komm! Los! Komm, hoch damit, jawohl! Sehr schön! Komm, den hast du! Ja, der liegt gut! Super, Volker! Komm, sehr ja. Schön! Jawohl! Sehr schön! I am the king of songs, I. Stärkster Mann Deutschlands, U105! Na, bereit? Komm, Benny, hol dir den Sieg, auf! Ja. Stark, Benny! Komm weiter! Komm, los jetzt! Komm, das ist das Spielzeug. Komm, jawohl! Jawohl, leg den richtig hin. Gar kein Problem. Schön, los, komm. Sehr stark. Oh, Scheiße. Egal, egal, nochmal. Komm, ey. Du hast noch Zeit. Hey, Stelle! Was holst du raus? Komm. Konzentrier dich. Eine Minute. Komm, Benni, auf. Jawohl, Benni, gut. Auf, komm. Hoch, Benni, auf. Konzentrier dich! Kontrolle! Hopp! 45 Sekunden. Komm, zeig mir die Kontrolle! Komm, nein! Komm, Benni, stopp den jetzt auf! Hoch damit! Das gib mir mal alles! Komm, Benni! Hoch damit! Hoch damit! Und gib mir mal den Benni! Hoch damit! Komm, Alter! Steiger! Sani!
nochmal schön. Super, Benny, alles gegeben! Ready? All three! Victor! Nice, Victor! Komm, Victor, komm! Come on, go for the ring! Come on, go for the ring! Get it up! Get it up! Come on! Nice! Come on! Nice, Victor! Relax! And the last one! Okay. 50 seconds, come on! Scheiße, scheiße, ey. Was soll das? Come on, Victor. 45 seconds, come on. Come on, we want tea! Get some chalk. And relax. Come on, Victor. 30 seconds. 30 seconds. Sideways. Nun kommen wir zur Siegerehrung. Genau, als allererstes von meiner Seite vielen, vielen Dank für diese Anteilnahme und an diese immense Zahl an Zuschauern. Es zeigt Wirkung, die ganze YouTube-Arbeit, die letzten Jahre und alles. Ich finde es schön, dass so viele Begeisterte da sind und den Sport feiern. Und einmal einen fetten Applaus an euch alle, die einfach so zahlreich erschienen sind und hier zugeschaut haben und unterstützt haben. Fetten Applaus an euch. Leon, es ist mir eine Ehre, das zu unterstützen, damit das alles wächst. Weil es heute so eine geile Veranstaltung war, habe ich noch eine kleine Überraschung für den Sieger. Das betrifft was im Winter, was auf uns noch zukommen wird. Okay? Und ich will gar nicht lange drum rumquatschen. Wir ehren jetzt die, die heute Leistung und Blut gebracht haben, auf dem Bolzplatz zum ersten Mal. Und dann möchte ich auf den 16. Platz vorrufen, zweiter Platz in der U90-Klasse, Robin Niklas. Auf dem 15. Platz mit 64 Punkten der erste Platz in der U90-Klasse, Maurice Jung. Der Maurice bekommt jetzt noch einen Scheck von 100 Euro. Bau ich später deine Bank da. Ja, so, jetzt kommen wir zu einem 105er-Athlet auf dem 14. Platz mit 62 Punkten. Jakob Huber. Vergesst bitte die Dame nicht. Ja, Glückwunsch, ne? Auf dem 13. Platz mit 58 Punkten haben wir den Max. Ciao! Der erste offene Athlet. Ja, Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum nächsten 105er. Auf dem 12. Platz Marco Georg. Platz 4 bei den U105ern. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Medaille. Der 3. Platz in der U105-Klasse und den 11. Platz in der offenen Klasse Max Zehmke. Da
Ja, Max, genau, für dich haben wir keine Urkunde, weil du ja heute Morgen eingesprungen bist. So. Aber hey, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Herzlichen Glückwunsch. So. Jetzt kommen wir zum 10. Platz mit 52 Punkten. Max Kleinwächter mit den 400 Kilo im Deadlift. Jetzt kommen wir zum 2. Platz in der U105 Klasse, 9. Platz, also Top 10 in der offenen Klasse, Alex Burkhardt. Auf dem 8. Platz in der offenen Klasse mit 34 Punkten, das ist ein gewaltiges Gap, haben wir Dylan Williams. Nur einen Punkt besser, also 33 Punkte. Auf dem 7. Platz haben wir den Patrick Ihle. Sehr gut, Mister Ostdeutschland. Und wiederum ein Punkt besser. Auf dem 6. Platz haben wir den. Ey, diese Sauklau, ey. Keamo Schultheiß. Auf dem 5. Platz Jonathan Wulfert. Kommen wir nun zum 4. Platz mit 22 Punkten, Ayub Mohammed. Auf dem 3. Platz mit 19 Punkten haben wir den Benjamin Blass. So, und Benjamin, für den 3. Platz geben wir dir auch einen Scheck für einen 100er. Und hier ist der Schwert. Dass du ein paar Pflaster kaufen kannst. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Hat den 2. Platz in der offenen Klasse belegt und die U105-Klasse gewonnen. Volker Bauer. Und natürlich bekommt jetzt der Volker einmal den Scheck für den 2. Platz von 200 Euro und einmal den Scheck für 100 Euro nochmal obendrauf für den Sieg in der 105er, ne? Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe gesagt, ich hau eine Überraschung raus für den Gewinner dieses Wettkampfes. Und es wird ein Platz unter den Athleten sein beim Megatron diesen Winter, unter den Pros natürlich. Ne? Und ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen und ich freue mich, ihm jetzt den 1. Platz übergeben zu dürfen. Wir haben den Viktor Kofi Ampofo auf den 1. Platz und der Gewinner des 1. Bolzplatz mit 500 Euro Preisgeld. So, fetten Applaus für den 1. Bolzplatz. Ich glaube, wir werden in die Geschichte eingehen und wird ganz oft wiederholt werden. Mega Event, danke an euch. Ja, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr euch den Bolzplatz angeguckt habt. Danke, dass ihr diese Veranstaltung mit mir teilt. Danke, dass ihr alle da wart. Danke an euch alle. Danke an meine Brüder. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke für eure ganze Mühe. Ihr seid wirklich meine Brüder.
Bruder, ihr geht mit mir in den Krieg. Das ist Bolzplatz, dafür waren wir hier. Deswegen kommentiert das Video, lasst ein Like da, drückt auf die Glocke und abonniert Dennis seinen Kanal. Auf Wiedersehen. Yeah.